Hallöchen, hallo, Ladies and Gentlemen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der 46. Ausgabe von Newcomer TV hier aus diesem wunderschönen sonnigen Studio mitten im Taunus, versteckt natürlich, damit man uns nicht finden kann. Ich habe euch etwas mitgebracht und zwar zwei wunderbare Bands. Wir wenden unseren Blick in das letzte Jahr und zwar in den Oktober bei der dritten Newcomer TV-Nacht aus der Musikhalle Portstraße war eine wunderbare Band aus dem Rottgau zu Gast. Die haben unglaublich gezockt und wahnsinnig energiegeladene Musik von der Bühne in ihr Publikum hineingefeuert. Sie machen so eine Art Alternative Rock und sind seit 2014 unterwegs auf den Bühnen dieser Region. Und wir möchten euch heute diese Band einmal vorstellen in Form von einem kleinen Interview und natürlich viel, viel Musik. Deswegen viel Spaß euch da draußen an den Bildschirmen mit Are We Used to It? Euch gibt es seit 2014, wenn ich mich nicht falsch informiert habe. Ist das die Urbesetzung, mit der wir es hier zu tun haben, oder gibt es regelmäßige Wechsel in der Band? Also der Bruno und ich, wir sind erst seit so einem Jahr etwa dabei. Wie es davor aussah von den Wechseln her, müsst ihr die anderen fragen.
Ja, aber ich glaube, so viel große Wechsel gab es nicht vorher, oder? Wie kommt man denn zu Are We Used To It? Wie findet man das auf dem Marktplatz oder in der Kneipe? Wie lernt man sich kennen? Also ich habe mir Ausschreibungen angeschaut, die Leute, die Bassisten suchen, und habe dann einfach mal Are We Used To It angeschrieben. Das war eigentlich sogar die einzige Band, die ich angeschrieben habe, und hat direkt geklappt. Bei dir genauso? Nee, gar nicht. Bei mir wäre es großer Zufall, weil mich hat eine Dame in dem Musikladen, wo ich arbeite, praktisch angesprochen, ob ich immer noch eine Band suche. Und die kannte aus irgendwelchen Ecken den Thorsten. Ja, und dann kurz die Nummern ausgetauscht zwischen uns beiden und dann, ja. Wie entstehen bei euch die Musik? Also aus einer Session oder kommt jemand von euch mit einem Band und stellt das in die Cloud oder wo auch immer und dann hören sich das alles an und bereiten sich so auf die nächste Probe vor? Oder wie ist der Prozess bei euch? Ja, also dazu muss ich sagen, wir proben ja im Normalfall einmal die Woche, wenn es hochkommt, selten mal zweimal. Und da ist es schon meistens so, dass der Thorsten oder ich eben die Songs schreiben oder wer auch immer eine Idee hat, schmeißt halt was rein. Der Nico hat zum Beispiel auch schon einen Song für uns geschrieben, jetzt in der kurzen Zeit, wo er bei uns ist. Und am Ende müssen die Lieder halt leider Gottes auch viel zu Hause geübt werden. Auch wenn wir sie wahrscheinlich lieber zusammen einstudieren würden. Aber
von nichts kommt halt nichts. Nee, ich meine, liegt es daran, weil ihr im Prinzip nebenher, weil ihr nicht von der Musik leben könnt, im Prinzip arbeiten müsst, Geld verdienen müsst, Familie habt oder und deswegen nicht so viel Zeit übrig bleibt, wie ihr gerne hättet, um die Band nach vorne zu bringen, oder wie ist es? Ja, mehr oder minder arbeiten wir alle Vollzeit. Wenn wir Glück haben, kommen wir irgendwie bei null mal raus. Ist halt echt schwierig, auch selbst wenn man mit den Preisen runtergeht, irgendwie Leute dazu zu animieren, eine EP oder ein T-Shirt zu kaufen. Muss man halt immer gucken, irgendwie, wo man bleibt und wo es halt passt. Und dann kann man auch meistens nur freitags, samstags, sonntags mal einen Auftritt spielen. Ansonsten wird es schwer unter der Woche bei Vollzeit. Ja, habe ich euch zu viel versprochen? Ich meine, ich sitze hier noch, ja, aber ich konnte es kaum aushalten hier auf diesem Sessel, weil alle meine Muskeln waren irgendwie in Bewegung bei dieser tollen Musik und bei der Energie, die dieser wunderbare Sänger der Band sozusagen über die Linse direkt zu euch nach Hause spult. Das war Are We Used to It? Aus der Musikhalle Portstraße von der dritten Newcomer TV-Nacht. Jetzt gehen wir zurück in dieses Jahr und zwar direkt nach gestern. Ja, echt, so schnell können wir das machen mit den Time-Sharing, mit den Time-Sprüngen, mit den Zeitsprüngen. Wir hatten gestern unsere erste Online-Konzert-Show aus der Musikhalle Portstraße, und zwar sehr verspätet, aber die erste Newcomer TV-Nacht in diesem Jahr. Ihr erinnert euch, im März gingen die Türen zu und da konnten keine Live-Konzerte mehr passieren, weil eben der Virus unsere Gesellschaft runtergefahren hat, beziehungsweise die Administration, die einfach sagt, das und das und das müssen wir tun, damit das Ganze in den Griff zu bekommen ist. Und deswegen hatten wir gestern erst das Vergnügen, das erste Konzert zu machen hier in diesem Jahr. Und da waren drei wunderbare Bands zu Gast. Und eine von diesen drei Bands möchte ich euch heute vorstellen mit einem kleinen Interview und mit ganz, ganz viel Musik. Und zwar die wunderbare oder der wunderbare Aljoscha Krämer und seine Band, nämlich die Aljoscha Krämer Band. Viel Spaß! Und jetzt ein Riesenapplaus für die Aljoscha Krämer und Band. Controls our fates when we stumble, blindly stumble. Who lends a guiding hand at times we cannot see? Powers of hope from the depths, depths of our souls. When time takes its toll. Who's that secret driver? Season control. Fantastisch, dass es endlich mal geklappt hat, ja, dass wir zusammenarbeiten können. Du arbeitest eigentlich im Grunde genommen schon mit 16 Jahren hast du angefangen, mit dem Klavier in Bars zu spielen, in Hotels, genau, zu spielen und bist es gewohnt eigentlich immer mit, also vor Publikum zu spielen. Wie geht's dir eigentlich, wo alles runtergefahren ist? Also das fährt doch dein Leben eigentlich an die Wand, weil du warst doch permanent unterwegs in Sachen Musik, oder? Also bei mir ist es so, dass ich halt auch sehr viel unterrichte. Und durch das Unterrichten habe ich natürlich auch so viel zu tun und wir waren auch gerade dabei, das Album fertigzustellen und es waren jetzt nicht so viele Gigs geplant, also eigentlich für die zweite Jahreshälfte und das haben wir jetzt so ein bisschen eingestellt erstmal mit den Bewerbungen. Ja, und dieser Gig jetzt hier ist einer, der von der ersten Hälfte übrig geblieben ist. Okay.
Und genau, also wenn das Album dann fertig ist, dann hoffen wir natürlich, dass wir dann im nächsten Jahr direkt mit Konzerten auch durchstarten können. Viele Leute haben ja da draußen das Gefühl, dass Musiker zu sein, Profimusiker, und ich lebe davon und mein Betrieb ist jetzt gerade an die Wand gefahren, dass es sowas ist wie Tischler oder wie ein Handwerker, aber Musik ist doch was anderes. Also was macht Musik mit dir? Also was bewegt dich, Musik zu machen, Texte zu schreiben, Kompositionen zu machen? Also was hält dich da on fire? Also was ist der Motor? Wo kommt der her? Ja, ich bin erstens total, also von frühester Jugend an musikbegeistert. Also ich habe wirklich als Kind schon mir alles geschnappt, was ich in die Hände gekriegt habe, und habe versucht, Musik damit zu machen. Und also das steckt einfach in mir drin. Und ja, das ist einfach für mich auch ein Ausdruck von meinen Gefühlen, dass ich halt mich ans Klavier setzen kann und mich dann einfach treiben lassen kann und schauen kann, was kommt jetzt dabei raus. Ja? Und gerade wenn man, wenn es einem nicht gut geht, ist es immer toll, das irgendwie umsetzen zu können, dann in irgendein Stück, ja, und diesen Song dann zu präsentieren, ja, und zu sehen, das ist für mich wie ein Baby, ein Song. Ja? Und je mehr man dran arbeitet, dann verändert man das noch ein bisschen. Am Ende ist das wirklich ein, okay, im Zusammenhang mit Baby möchte ich jetzt nicht von Produkt sprechen, aber es ist halt etwas Eigenes, was dabei rumgekommen ist. Und es ist schön, das auch so mit den Jahren zu sehen, wie das live dann immer weiter wächst und wie man an der Performance arbeitet, an diesem Song arbeitet. Und am Ende ist dann hoffentlich was Gutes bei rumgekommen. Du bist ja eigentlich in der Lage, weil du ja als Pianist, das wollte ich dich eh fragen, Keyboard oder lieber Klavier? Also eigentlich lieber Klavier. Das ist jetzt immer bei den Live-Situationen so, dass es meistens kein Klavier gibt. Ja. Und deshalb muss man dann natürlich auf E-Piano umsteigen. Und da bist du es ja gewohnt, irgendwie die ganze Zeit für Klavier die Sachen zu schreiben oder für Band. Das ist ja ein Unterschied, ob du einen Song alleine performst oder eine Band. Also schreibst du die ganzen Stimmen wie ein Orchesterchef, die Stimme für den Bass, für die Gitarre, die Gesänge. Machst du das alles selbst oder ist da auch ein gewisser Spielraum für jeden Musiker, der mit dir zusammenarbeitet? Also eigentlich haben die Musiker wirklich großen Freiraum. Also ich schreibe die Piano-Sachen und dann stelle ich sozusagen den Song beispielsweise unserem Drummer, dem Lukas, vor und dann arbeiten wir da zusammen was aus und so bekommt dann jeder einen kleinen Eindruck davon und macht sich halt selbst Gedanken, was er dazu spielen konnte. Also ich arrangiere nicht alles von Anfang an. Open hearts like windows and trust in what might come inside. Could be of a special kind, could be of a special kind. It could be something that's worthwhile. No matter how heavy country winds blow, confront it, face it, we battle it. Seems like we can't go on. Sets us free. Dreaming to hold each other forever, never letting go. Feeling that love is quite right.
As love is the mainspring, our life's not in vain. Untamable passion, no need to abstain. From circling closely around the sun, as this moment seems, it's second to none, second to none, second to none. Our daring hearts united, second to none. Und das ist im Grunde genommen, wie ich das jetzt so nachvollziehen kann, ist es ja eigentlich ein 8-Stunden-Job eigentlich. Man ist permanent mit der Musik, mit Orchestrierung, mit Komposition. Du schreibst auch die Texte. Ja? Genau, also ich schreibe alles selber. Und also bist du beschäftigt. Und ich habe gemerkt, jetzt auch gerade weil ich befinde mich viel im Netz und kriege viele Nachrichten aus dem Netzwerk und da habe ich auch viele Posts von dir gekriegt. Du bist ja auch viel auf Reisen. Ja? Also du liebst das Reisen und sammelst da auch irgendwelche Eindrücke für Songs oder... Wie reist du? Wohin warst? Wo warst du jetzt gerade? Ja, ich finde es einfach wahnsinnig spannend, so die Welt zu entdecken und einfach, das sind immer wieder neue Eindrücke und wenn man es im Fernsehen sieht, irgendein Land, dann ist das irgendwie, das denkt man, okay, das ist so ähnlich wie bei uns. Ja. Aber sobald man dann woanders ist und die Luft einatmet und die ganzen Eindrücke auf einen einprasseln, dann ist das wirklich wie ein komplett anderes Leben. Ja, und das inspiriert mich schon, ja. Und jetzt zum Beispiel auf dem Album, an dem wir jetzt gerade arbeiten, haben wir einen Sitarspieler dabei von der Band Grumbierer, der Ralf. Как будет легче, тяжело отправлять память на расстрел. Не способен мыслить больше, сбился компас добровольно. Мечты запутались, свели. So schnell kann es gehen. Das nenne ich Zeitsprung und schon sind wir wieder aus dem Live-Geschehen, aus der Live-Atmosphäre der Musikhalle Portstraße hier in diesem wunderbaren Newcomer-TV-Studio in den Tiefen des Taunuses. Und der diese Kamera so sanft bewegt wie ein Babywagen, ein Kinderwagen, ist der unglaubliche Jochen, der hier die ganze Sendung schneidet, macht, regiemäßig und so. Und ihr merkt es an seinen zarten Bewegungen, seine Energie. Und die ist für euch. Aber nicht, damit ihr einschlaft, sondern damit ihr euch merkt, Newcomer TV kommt wieder in ein paar Wochen zu euch ins Wohnzimmer. Dann könnt ihr nämlich die Folge 47 sehen. Ich verabschiede mich, das war der Seppel am Mikrofon und der Jochen, der das Ganze hier bildmäßig festhält. Newcomer TV für euch da draußen zu Zeiten, wo es etwas schwer ist und wo wir viel, viel Energie von toller Musik brauchen. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Viel Liebe euch da draußen.